Ich fühle, dass das Ende unseres Kampfes naht. Die endgültige Schlacht erwartet uns. So. Da musste ich gerade was neu machen. Denn ich bin mal ganz kurz raus, weg gewesen und ja. Wenn man nicht S drückt. Naja. Dann sterben die Leute relativ schnell, weil sie sich nicht selbst versorgen können. Am besten, ich schotte mich gleich am Anfang ein bisschen ab von allen. Das mache ich erstmal aus. Kann ich da überhaupt was groß holen? Ich glaube nicht. Da haben wir grün. Okay, da ist rot. Bootshaus. Das ist gelb. Gelb ist direkt mit uns verbunden. Gelb ist hier nochmal mit uns verbunden. Und rot ist hier bloß mit uns verbunden. Also machen wir das wahrscheinlich zu. Ich mache jetzt erstmal das und wahrscheinlich auch einen Sumpf. Ich glaube, wir werden die Verteidigung brauchen. Mal sehen, wen ich zuerst kaputt mache. Hier sollten wir auch immer ein Todesengel bereit haben, weil die arbeiten mit Todesengeln. So wie wir das tun. Und die haben auch kein Problem, da euch einfach mal einen Vulkan reinzusetzen. Und ihr habt ja gesehen, was der Vulkan beim Gegner anrichtet. Wo ich nochmal selbst gespielt habe, für mich, haben sie mir einen Vulkan in die Siedlung reingesetzt. In der Mission, wo es erste Mal Nebel ist. Es ist nicht lustig. Ich habe mich nur gewundert, hä, wieso ist denn mit einmal alles kaputt? Da habe ich gesehen, oh, toll, die hat einen Vulkan rein. Oh, die greift schon an. Ah. Super, ich habe noch nicht mal Verteidigung. Bin total. Das ist schon irgendwie unfair. Ah, es möchte ja auch mit der Schwierigkeit ein bisschen bleiben. Es ist schließlich die letzte Mission. Ich kann das schon verstehen, dass es schwerer werden muss. Ja, jetzt hätte ich gerne noch einen. Wird immer noch gekönnt? Nee. Die erholen sich. Habe ich eine Feuerkriegerhütte gebaut? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, so schnell hätte ich die aber auch nicht fertiggestellt. Ich bin jetzt doch von den Ereignissen ein bisschen überrascht. Habe ich schon gesagt, dass ich am Anfang der Folge einen kleinen Schnitt machen musste? Kann sein, weiß nicht. Hoffentlich habe ich dran gedacht, rauszuschneiden. Sonst könnte es ein bisschen langweilig für euch werden. Ich weiß, ich bin schon langweilig. Ich hoffe doch, dass wenigstens ein paar, die das hier sehen, das auch gefällt. Jetzt greift der mich auch noch an. Wahrscheinlich kommt Gelb dann gleich von rechts. Hier muss weg. Das muss zu. Dann kann ich meinen Schamanin hier hinlassen und dann ist erstmal Verteidigung genug. Oder ich mache hier einfach Sumpf hin. Das wäre auch ein... Greifen die sich auch gegenseitig an? Tatsache, die haben auch Krieg untereinander. Das erleichtert die Sache natürlich ein bisschen. Wenn ich ehrlich bin, das ist angenehm. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, die sind jetzt alle gegen mich. Ja, es ist bei mir halt schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Tut mir leid. Ich habe jetzt gedacht, der greift direkt uns an. Machen wir davon ein paar. Und hier unten müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Land erschaffen. Toll, 36 Einwohner. Ich glaube, ich muss zuerst grün loswerden. Der ist einfach... Es bietet sich einfach an, weil der ist der Nächste und wir haben nichts anderes zwischen uns. Während Gelb uns von zwei Seiten angreifen kann, deshalb mache ich die hier auch weg.
Oder sollte ich vielleicht die andere Seite zumachen? Vielleicht mache ich auch die andere Seite zu. Da muss nämlich Rot immer durch Gelb durch. Ist ja auch eine Lösung. Ich glaube, das wäre sogar schlauer. Oh, wenn sie den nächsten Angriff machen, kriegen sie einen Sumpf ins Gesicht. Hier läuft's. Was sie aber nicht beeinflussen können, ist, wo ihre Todesengel hinfliegen. Da wollte ich offen lassen, genau. Was kann ich euch noch erzählen über Populus? Populus hat mich... Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gespielt habe. 9? Kann sein. Ziemlich gefesselt. Vielleicht auch 12? Ja, ich weiß es nicht mehr so genau. Ist lange her. Der lässt sich bekehren. Das ist ein Feuerkrieger. Es hat mich damals schon sehr gefesselt und es hat mir auch sehr viel Freude bereitet, auch wenn ich manchmal echt ausrasten konnte. Weil als Kind läuft es halt nicht so, wie man sich das wünscht. Aber genau deswegen wollte ich dieses Let's Play auch schon lange mal machen. Hab gesehen, es gibt einige Let's Player, die da ein Let's Play von gemacht haben von Populus. Populus? Nein, Populus. Das klingt irgendwie Populis. Arschlos. Nein, das, ich weiß auch nicht, das ist einfach so ein schönes Spiel und Kindheitserinnerungen und ich habe noch so viele Spiele, die ich am liebsten noch spielen würde. Aber ich habe die Zeit leider nicht dazu. Ihr habt auch keine Zeit mehr, denn ihr seid tot. Oh, er fällt. Das sollten sie eigentlich schaffen. Immer so. Sumpf ist optimal zur Verteidigung. Sumpf ist eigentlich ein reiner Verteidigungszauber. Zum Angreifen dient er gar nicht so, ist er gar nicht so gut. Cool, die kommen auch gleich noch mit. Gott, ist die beschränkt. Weißbrot ist ein Scheiß gegen dich. Wenn die Schamanin tot ist, dann trauen die anderen sich auch nicht. Ein kleines Stück kannst du noch vorgehen. Gut, weiter solltest du aber nicht gehen. Kann nicht absinken, weil da Sumpf ist. Vielleicht läuft irgendwann einer von uns rein, aber... Mein Gott. Ich hoffe, die Leute von uns sind so schlau und rennen hier nicht rein. Obwohl, ich lasse es erstmal offen. Ich mache das erst, wenn ich weiß, dass ein Angriff kommt. Bisschen Brücke. Okay, hundertprozentig Zeit hätte ich eigentlich auch nicht, denn zu tun hätte ich auch noch genug. Oh, ist schon 4. Ich müsste nämlich eigentlich viel im Haushalt noch tun. Habe ich gesagt, heute interessiert das niemanden, wann ich das tue. Das heißt, ich kann es auch später noch machen und das ist okay. Das ist immer ein kleiner Vorteil, wenn man alleine ist. Aber. Oh mein Gott. Den müsste er aber eigentlich schaffen. Kommt denn der da hin? Macht den Angriff? Nee, die hat's aber vorgehabt. Oh, das ist. Ich habe sowieso keine Angst vor dir. Das Spiel kennen wir noch aus anderen Levels. Oh, kriegen wir auch mehr Leute. Und mehr Mana. Oh. Also Gelb und Rot können sich echt nie leiden, habe ich das Gefühl. Problemlos, wenn Rot mal einen richtigen Angriff starten würde, also so einen richtigen Angriff. Ich glaube, dann hätte Gelb auch keine Chance.
Allerdings, glaube ich, denken die schon ein bisschen daran, auch immer was dahinter anzulassen. Nicht so wie ich, der all seine Krieger tatsächlich aussendet, damit ich irgendeinen loswerde. Denn die behalten immer Verteidigungstruppen. Die sind nie ungeschützt. Nie vollkommen ungeschützt. Ne, ich glaube, niemand was raus. Halt, ich muss dich anklicken. Oh, können wir hier noch einen Browser platzieren? Eigentlich könnte ich heute schon das nächste Spiel anfangen, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen für mich. Ich glaube, wenn ich ein Spiel heute abschließe, reicht das. Ich habe auch noch haufenweise andere Folgen, die ich hochladen muss. Ich bin ganz froh, dass ich einen kleinen Puffer habe. Außerdem muss ich noch haufenweise Folgen beschriften, denn heute geht die letzte raus, die beschriftet ist. Ich lade die nämlich immer erst hoch und irgendwann später, wenn ich dann Zeit habe, beschrifte ich die. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn was freigeschaltet wurde, was eigentlich noch nicht hundertprozentig fertig war. Wenn's passiert, tut mir leid, es ist halt einfach so bei mir. Ich mache das, wie ich Zeit habe. Und ich kann nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen. Es wäre zwar schon schön. Okay, ich konnte wo ich im Rahmen meines Hobbys mich verletzt habe, aber ansonsten fällt mir dann irgendwann die Decke auf den Kopf. 20 Stück. Die werden dann wahrscheinlich eh übernommen. Was ich noch nicht verstanden habe, warum die Dinger hier manchmal blinken. Ob das irgendeine Bedeutung hat. Oh, da ist ein Haus zerstört worden. Es sieht so aus, als ob Gelb immer angreifen will, aber der macht's nicht. Also, er macht's nicht, nein. Nie. Dass ich nicht noch Schamane gegen Schamane prügeln, wundert mich. Sehr clever. Den hat es gezeigt. Und ein Mixer. Du darfst jetzt gerne langsam aufhören. Ah, gut. Den Sumpf platzieren wir erstmal da. Ich habe gar keinen Blitz, sehe ich gerade. Wie ist das denn? Blitz gehört zu den Grundzaubern. Der ist einfach essentiell. So, das ist erstmal dicht. Da kann niemand durch. Wir auch nicht, aber ich beschäftige mich jetzt erstmal mit Grün. Aber wenn die mit so einem Angriff losrennen, dann nützt euch zweimal Sumpf auch nicht. Da braucht ihr schon drei, viermal. Mir die einigermaßen gut aufhalten. Die haben zwar Luftschiffe, aber sie nutzen sie nicht. Das ist interessant. Rot wirkt gar nicht so stark hier. Das sieht eher angeschlagen aus. Also, er hat zwar auf dem Häuser, aber auf mich wirkt er eher verkrüppelt. Der Grün ist sehr weitläufig. Also bis auf den Angriff war bisher auch noch nichts. Also ein Angriff am Anfang, aber das war's. Ich weiß nicht so recht. Ah, natürlich. Geh woanders hin. Nein! Deshalb habe ich gesagt, braucht ihr. Tut was! Wenn die Schamanin lang genug überlebt, kann ich meinen eigenen Todesengel beschwören. Ihr dürft ihn auch bekämpfen. So, meinen eigenen. Der hoffentlich nicht hier rüber rennt.
Ja, genau. Nein, nein. Böse. Böse? Nein. Was machst du? Bist du blöd? Da ist noch. Du Idiot! Nein, was machst du denn? Willst du mich verarschen? Du darfst dich auch bewegen, das ist kein Problem. Ja, hol ihn dir. Nein, nein. Böser Todesengel. Nein! Warum? Ja, muss natürlich erst die Schamanin sterben, damit hier was passiert. Ja. Gewonnen. Eine gute Verteidigung.